Jo, wir hatten ja vor kurzem gerade das Thema gehabt, Gesundheitsversorgung und Hausärzte. Ich habe wirklich mit vielen Leuten gesprochen und diese momentane Katastrophe, einen neuen Hausarzt zu finden, ist echt allgegenwärtig. Wir hatten das Beispiel gehabt, eine junge Familie. Die Mutter und Tochter melden sich beim Arzt an, werden angenommen. Eine ältere Dame, also ihre Oma, wurde nicht angenommen, die wurde kurz danach abgelehnt. Und daraufhin, also kurze Zeit später, haben sich ihre Eltern bei demselben Arzt angemeldet. Die Eltern wurden wieder angenommen. Das Problem ist auch, jemand, der einen Herzinfarkt hatte, wurde bei diesem Arzt auch nicht angenommen, während kurze Zeit später aber ein anderes Paar angenommen wurde. Das ist halt so ein Punkt, wer gesundheitlich nicht komplett fit ist oder halt ein bisschen älter, wird oftmals bei den Ärzten abgelehnt, weil er zu viele Kosten verursacht. Und das geht überhaupt nicht. Das ist eine absolute Schweinerei. Da muss natürlich die Politik erstmal ran, neue Ärzte hier in Bremen ansiedeln zu lassen, diese Ärzte zu fördern und auch die Ärzte, die da sind, nicht mit haufenweise Bürokratenkram zuzupacken, sondern die Leute halt ihre Arbeit machen lassen und den Bürokratenkram in ganzen Tagen runterschrauben. Das ist zum Beispiel meine Forderung an die Politik. Und das Gesundheitswesen muss für jeden Menschen zur Verfügung stehen, egal in welchem Alter, egal wo er herkommt, egal welche Voraussetzungen er hat. Jetzt fahren die Leute ins Krankenhaus, oh Wunder, 500 Betten sollen abgebaut werden. Das heißt, die Chance dafür, dass wenn jemand wirklich krank ist, wird noch schlechter, dass er behandelt wird. Und letztendlich bleiben die Leute immer mehr auf der Strecke. Weil jetzt fährt jeder Hans und Franz wegen dem Pupselchen ins Krankenhaus. Ja, da ist aber das Krankenhauspersonal genauso genervt und überfordert, weil das einfach im Krankenhaus nichts zu suchen hat, sondern halt schwierige Fälle. Das ist halt ein Punkt, wo die Politik eindeutig versagt hat und wo wir jetzt anfangen müssen zu handeln, weil in den nächsten 10 Jahren wird es nicht besser werden. Es wurde prognostiziert, dass in den nächsten 10 Jahren 30% der Bremer Hausärzte in Ruhestand gehen. Und wenn die in Ruhestand gehen, ja, was soll denn dann werden? Dann ist Bremen noch zappendusterer, als es jetzt schon ist. Also, deswegen am 14.05. Bremen mitbestimmen, die Basis. Bis denn.